Ich habe Geografie studiert und ich habe mich schon früh mit der Analyse von Luftbildern beschäftigt. Und das war eine Gelegenheit, nachdem ich in Rente gegangen bin, eigentlich eine alte Leidenschaft wieder aufzunehmen. Und was man können muss, das ist ein räumliches Vorstellungsvermögen. Das muss vorhanden sein. Ohne das ist es schwierig, die Bilder zu analysieren. Also es gibt für mich drei Arten von Bildern. Solche, wo ich wohne oder wo ich gewohnt habe, wo ich zu Hause bin, das ist kein Problem. Dann gibt es solche, wo ich die Landschaft oder die Ortschaft kenne, das ist schon etwas anspruchsvoller. Und ich arbeite aber auch gerne mit Bildern, da habe ich keine Ahnung, wo das ist. Und dann ist die Herausforderung, wie finde ich mich zurecht? Und Hilfsmittel sind die Karten der Swisstopo über alle Jahrgänge, die vorhanden sind. Das ist Snapshot selber, indem ich die Landschaft drehe. Und das sind dann auch Google Earth, wo ich versuche, einen Winkel zu finden, den ich nachher nutzen kann. Typische Schwierigkeiten beim Georeferenzieren ergeben sich dann, wenn auf dem Modell und auf dem Bild nicht mehr dieselben Informationen ersichtlich sind. Das kann sein, dass man zum Beispiel auf einem Bild eine temporäre Ausstellung hat, wie die Expo 64. Die Bauten, diese temporären Bauten, werden weggeräumt und sind durch feste Bauten ersetzt worden. Das heißt, es ist kaum möglich oder sehr schwierig, das richtig einzuordnen.